Projekt hat uns nochmal in die Vergangenheit versetzt, als ob es eine Zeitreise gewesen wäre. Somit konnten wir daran erinnern, was damals passiert ist. So viele Informationen und Erfahrungen, die im tiefsten vergraben waren, und wir haben sie gemeinsam als Gruppe entdeckt. An der deutschen Schule in Santiago de Chile haben wir 2019 das Projekt Erinnern für die Gegenwart zum Thema Die deutsche Schule zur Zeit der Militärdiktatur durchgeführt. Dabei ging es um unsere Schule zur Zeit der chilenischen Militärdiktatur unter Augusto Pinochet von 1973 bis 1990. Unser Projekt bestand aus 42 Schülern der Klassen F und G der 10. Jahresstufe 2019. Unser gemeinsamer Geschichtslehrer Wolfgang Feller und die Historikerin Linda Jo Simon. Wir haben die Arbeit unterteilt, indem Gruppen gebildet wurden mit Schülern der F- und die G-Klasse und diese Gruppen jeweils ein Unterthema des Projekts behandelt haben. Der Projektarbeit bestand aus Recherche, Auswertung von schriftlichen Quellen, Besuche von wichtigen Orten wie Museo de la Memoria oder dem Nationalstadion und Zeitzeugeninterviews. Festgehalten sind unsere Ergebnisse jetzt in unserem Projektbuch Die deutsche Schule Santiago zur Zeit der Militärdiktatur. Natürlich habe ich viele Details über die Geschichte von Chile von unserer Schule gelernt, aber auch viel über Organisation und Zusammenarbeit in Gruppen. Durch das Projekt habe ich vor allem gelernt, wie die Arbeit mit Zeitzeugen funktioniert und wie viel Organisation hinter so einem Forschungsprojekt steht. Neben das ganze Lernen, also das Lernen über die Geschichte von unserer Schule, wird mir besonders die Zusammenarbeit mit neuen Menschen bei diesem Projekt in Erinnerung bleiben. Bewusstsein, dass sehr viele Sachen, die in der Vergangenheit schlecht gemacht wurden, nicht wieder in der Gegenwart oder in der Zukunft als Gesellschaft wiederholt werden. Ich bin stolz von der Schule, wo ich bin, und stolz von allen, die dieses Projekt ermöglicht haben. Berührendsten für mich waren die Interviews mit den Zeitzeugen. Vor allem das Interview mit Jorge Bein war für mich sehr emotional, wie er über seine Vergangenheit geredet hat und uns erzählt hat, was ihm alles angetan wurde und was er erleben musste, war für mich einfach nur Gänsehaut. Erinnern für die Gegenwart bedeutet, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen, damit sie sich in der Zukunft nicht wiederholen. An unsere eigene Geschichte zu erfahren. Sich an die Vergangenheit zu erinnern, um die Gegenwart zu verstehen. Sich mit einem historischen Kontext zu beschäftigen und alles darüber zu lernen. Dass die Vergangenheit unsere Zukunft aufbaut und dass das von uns abhängt. Denn hier lernen wir aus Fehlern, um in Zukunft eine bessere Gesellschaft zu schaffen. Ohne Geschichte gibt es keine Zukunft. Das Projekt Erinnern für die Gegenwart bedeutet eine neue Quelle des Wissens.